In der Geschwindigkeit komme ich nirgendwo hin heute. Aber diesen Moment muss ich jetzt doch nochmal etwas zelebrieren, genießen. Ach, und übrigens hier, meine Lieblingshandschuhe sind ein bisschen mitgenommen, obwohl ich sie jetzt 3 Monate nicht benutzt habe. Und ich hatte sie vor dieser Reise neu. Aber gut, was habe ich jetzt gefahren? Das kann man ja mal ein bisschen Revue passieren. Ich will noch mal ein Foto machen. Jetzt habe ich drauf 53.500 und 38 hatte ich, als ich hier angekommen bin. 48, 15.000 Kilometer in Südamerika. Und hier sind zahlreiche Schilder, unter anderem dieses hier, wo ich mal wieder den Weg erklären kann. Ich bin halt die 30, 35 Kilometer von diesem Ort, wo ich übernachtet habe, nach Barrancas gefahren. Das ist hier dahinter, aber das ist quasi das Ende für die Tankstelle. Und jetzt fahre ich hier hoch, heute bis hier irgendwo. Und wenn ich nach San Rafael will, müsste ich hier abbiegen. Also, wenn man das sieht, Mendoza ist da ganz oben. Da will ich hin. Und wenn ich bis San Rafael komme, ist okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt 100 Kilometer Schotter sind oder 300. Aber es spielt auch keine Rolle. Und die Pampa ist da unten, bisschen östlich von uns, jetzt gerade. Und ja, jetzt fahre ich erstmal bis hier hin und dann schauen wir mal, wie viel Uhr wir haben. Wenn ich in der Geschwindigkeit da weiter fahre, ist es bereits dunkel. Und dann morgen nach Mendoza. So, hier ist das erste Stück Ripio. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur... Das ist jetzt noch 75 Kilometern. Das wären dann doch noch peinlich. Und es ist so windig, ist brutal. Vielleicht noch mal was zum Offroad fahren. Manche sagen ja immer, man muss die Beine ganz nah am Tank haben, so dass man das Moped im Griff hat. Und ich bin jetzt eigentlich immer die ganze Zeit so gefahren, eher so Cowboy-mäßig, so breitbeinig, dass ich das Moped so rumschlingern kann. Jetzt habe ich aber gesehen, dass bei Brad Tax, den ich so gerne gucke, der sagt, viele selbst Leute, die sich selbst Adventure-Riding beigebracht haben, haben die Füße dann immer so stehen. Ja, weil es bequem ist und man lange fährt und so, aber da kann man halt Offroad und so, bleibst du halt an einem Stein hängen und kannst dir dann das Knie verdrehen und dir schlimme Verletzungen zufügen, eventuell. Und es ist eben besser, wenn man die Füße eher so hat, ne? Also gerade oder eher sogar so ein bisschen nach innen. Und dann hat man eben auch den Tank, automatisch die Knie so am Tank und das mache ich jetzt und es ist vielleicht tatsächlich besser. Da hat man das Moped noch besser im Griff. Ist eine richtig geile Straße. Macht richtig Bock. Ist hier wirklich... The Wild Wild West.
Hier sieht man auch mal ein bisschen, wie viel Wind hier ist. Es gibt keinen Tag, der ohne Zwischenfälle verläuft. Jetzt bin ich hier um die Kurve gekommen, also da. Und wie ihr merkt, es ist windstill hier. Dann habe ich gedacht, okay, geil, packe ich die Drohne aus, weil das hier ist echt ein mega Panorama. Da Vulkan und dann hier verschiedene Arten von Gebirge, die Straße, die sich so lang zieht. Habe ich gedacht, es wäre richtig cool, wenn ich hier so fahren würde und die Drohne das filmt. Ja, habe ich die Drohne ausgepackt, habe ich gedacht, okay, ich habe sie ja noch nicht so lang, fliegst du ja einmal, guckst du mal, wie es so am besten ist. Und dann kam eine Windböe und dann hat es die Drohne nach da weggeschossen. Und dann habe ich gedacht, okay, landen. Und dann wollte ich landen und dann hat sie so überschlagen und dann ist sie so auf den Rücken gefallen. Okay, bin ich hingegangen. Und dann habe ich versucht, also habe ich sie wieder hingestellt, geguckt, ob alles okay ist. Und dann hat sich einer von diesen Propellern, also ein Rotor quasi, nicht mehr gedreht. Und ich meine, ich habe die Drohne seit 2 Monaten und habe sie in Patagonien kaum benutzt, weil es erstens super kalt war und zweitens super windig. Und ich habe einen Haufen Geld dafür bezahlt. Jetzt war ich natürlich super geknickt. Und dann, es ist nämlich so, dass hier immer so Böen kommen und dann ist brutal windig. Und eben auch mit so Sand, der dann über die Straße getragen wird und so. Ich weiß dann, dass ich, wenn ich jetzt losgefahren werde, ich hätte das dann alles, hätte mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt. Also habe ich jetzt hier das Ding auseinandergeschraubt. Also die Propeller abgeschraubt und unten das Ding, wo die draufgeschraubt sind. Und dann kann man das so ein bisschen anheben. Und da ist halt Sand reingekommen. Und deswegen hat sich das nicht mehr richtig gedreht. Oder gar nicht gedreht. Und dann habe ich das jetzt versucht auszublasen und so weiter und das hin und her. Was natürlich jetzt auch nicht besonders schlau war, weil hier diese Minischrauben, wenn du die hier verlierst, die findest du halt auch nie wieder. Ich meine, da sind ein paar Ersatzschrauben dabei für die Propeller, aber für die anderen glaube ich nicht. Aber es ist so, ich kann da nicht warten. Ich kann nicht das jetzt noch irgendwie 5 Stunden fahren. Dann kann ich nichts mehr genießen. Deswegen musste ich das jetzt machen. Und ich habe es dann hingestellt und so weiter und der Propeller dreht sich wieder. Also Glück im Unglück, aber ich lasse jetzt hier nicht nochmal fliegen, dann kommt wieder eine Böe. Mit Wind soll man vorsichtig sein, glaube ich. Ich hatte es ja schon mal, dass sie gesagt, da hat sie mir gesagt, ja bitte landen, Wind ist zu stark. Aber diesmal kam es so plötzlich, da hat es die einfach weggehauen. Ja, das ist die Geschichte von dieser Pause hier. So, jetzt ist hier eine Abzweigung. Beide Straßen sehen ungefähr gleich groß aus. Jetzt kommt hier ein Auto, das hilft natürlich auch. Und bei Google gibt es diese Straße, also gibt es hier keine Abzweigung. Und aber Osmond hat drin. Es geht da lang, wo der Typ auch lang gefahren ist. Ist so anstrengend mit dem Wind. Brutal. Sitzen fahren ist eigentlich besser, aber dafür ist der Kies ein bisschen zu tief. Unangenehm dann. Aber dann musst du wirklich, es bläst dich hin und her. Wow, muss jetzt gehen. Kurzes Päuschen hier, weil es hier so wunderschön ist. We'll be right back.
nicht ganz sicher, aber hier ist frischer Asphalt. Es waren jetzt 75 Kilometer und es war total anstrengend. Hallo. Tiefer Kies, nicht so tiefer Kies, Sandpassagen, Waschbrett, alles. Oh, da haben wir die 140 wirklich nochmal alles geliefert zum Schluss. So, der Wind ist echt gefährlich. Ich bin da vorne angehalten, wollte dann hier reindrehen. In diesen, hier ist so ein kleiner Ort. Es scheint aber alles zu sein. Und da konnte ich fast nicht drehen. Also es war echt, hat es mich fast umgehauen. Also zu langsam fahren geht nicht. Und zu schnell fahren geht auch nicht. Dann wird es dich von der Straße. Es ist echt gefährlich. So, aber hier gibt es jetzt eine Connection. Und jetzt habe ich geguckt, es gibt jetzt so einen Ort irgendwie hier 60 oder 70 Kilometer weiter. Da fahre ich jetzt noch hin und da muss dann eine Übernachtung gefunden werden. Ich bin halt nicht so weit gekommen und das wird jetzt auch eher so 60 fahren wahrscheinlich. Ja, ich sag jetzt mal da vorne, ich mache hier mal das Visier runter, gleich wird es wieder brutal windig. Da sind so Dinosaurier-Skelette oder sowas. Können wir noch mal gucken, aber ich kann nicht anhalten, das ist zu windig. Es wirkt jetzt hier nicht so, aber das ist unglaublich. Das ist der stärkste Wind bisher, den ich hatte. Das ist echt gefährlich. Hier. Schwimmtiere. Ich kann hier nicht anhalten. Hier sieht man jetzt schon, ey, was hier abgeht. Und ich hatte gestern noch die Wetter-Apps gecheckt, zwei verschiedene. Alles okay. Also, das ist echt. Hier ist halt immer Wind, nehme ich an. Das ist ja wieder, ich muss immer daran denken, Torres del Paine, da war so ein Erklärschild. Wenn es von den Bergen runterkommt, genau in diesem Bereich hier, da nimmt der Speed auf, der Wind, und da ist der krasseste Wind. Brauche ich. Nee, 70 Kilometer schaffe ich jetzt. Malago, das ist es. Meine Güte. Also müssen wir jetzt nochmal. Wow. Das Panorama ist geil. Ich würde gerne Fotos machen, aber du kannst sie nicht anhalten. Das ist unmöglich. Man denkt auch immer, die Lenkung ist kaputt oder so, weil es einen so verreist. Das ist nur der Wind. So, aufpassen. So, die Route 40 hat immer eine Überraschung zu bieten. Hier liegt wieder Schnee. Hier über so einen kleinen Pass rüber. Ja, man sieht das, ne? Ist auch deutlich frischer. Vielleicht muss ich den Pullover wieder anziehen gleich. Mal gucken, ob man hier wieder rauskommt oder ob das jetzt so weitergeht. Hier ist jetzt auch noch Wildkatzengebiet. Ich weiß nicht, ob das ein Puma sein soll. Aber. Ja. Habe ich noch nicht gesehen, Puma.
Aber ich habe auch Leute getroffen, die wohnen ihr ganzes Leben lang irgendwie hier und die haben gesagt, sie haben ihr ganzes Leben lang noch keinen gesehen. Aber es gibt sie, man kann Glück haben. Also es ist tatsächlich eine größere Stadt, also für die Verhältnisse, was wir sonst so sehen. Größte heute. Ich fahre jetzt mal in die Stadtmitte, so wie immer, und dann gucke ich mal. Auf dem Weg waren da schon Hotels und so. Mir würde es eigentlich auch reichen in so einem Hotel, da muss ich nicht weggehen. Da vielleicht mal kurz die Beine vertreten, da ist eine Tankstelle, das ist schon mal gut. Kann ich schaden. Und ja, was habe ich denn jetzt heute geschafft? ...250 Kilometer. Ah ja. Ist okay. Also schauen wir mal, was ich heute so finde. Das erste Hotel hat schon mal abgesagt, aber das hier habe ich gesehen, das ist witzig, da musste ich kurz ein Foto machen. Quickie Mart, wie der von den Simpsons. So, der zweite Versuch war ein Treffer. 17 Euro und Essen ist fußläufig erreichbar, alles tipptopp. Ja, bin ziemlich durch heute. Jetzt mache ich mich fertig, dann. Ich habe super Hunger. Also mit Banane nach dem Frühstück noch gegessen. Und dann nichts. Man konnte ja nirgendwo anhalten wegen diesem Wind. Guten Morgen. Oder wie immer, guten Vormittag. es ist warm. Heute habe ich, verrückt wie ich bin, meine lange Unterhose auch ausgezogen. Also, und da kommt man sehr viel leichter aufs Bike, wenn man nicht angezogen ist wie ein Marshmallow. Oh, Dinosaurier. Ja, Malague heißt der Ort. Das ist auch noch was. Ich kann mir das hier kaum merken, wie die Orte heißen. Und deswegen reise ich normalerweise nicht einen Tag, weil dann rauschst du einfach durch und merkst nichts. Also kannst du nicht mehr erinnern, wie die Orte heißen oder was da war. Und ja, ab und zu kommt es halt vor, dass ich das mache. Aber normalerweise bleibe ich immer mindestens 2 Tage irgendwo oder was heißt 2 Nächte. Dann habe ich einen vollen Tag, um die Stadt auch mal anzuschauen. Ja, hier ist es jetzt oft so, dass die Städte jetzt auch nicht so berauschend sind, ehrlich gesagt. Aber hier gibt es so ein paar, wie überall, Dinosaurierstatuen. Es ist immer noch Dinosauriergebiet, Vulkangebiet und Skigebiet. Das hat mich überrascht. Hier sind überall Skigeschäfte, Rentals und da sind auch Leute, die Sachen leihen. Oh, schönes Auto. Diesel, nee, Diesel wollen wir nicht. Was haben wir hier? Super. Und da haben wir Quantum. Das will ich. So. Also der Mann eben von der Tanke hat gesagt, ich habe Glück, dass es jetzt so warm ist. Es ist normalerweise auch sehr kalt hier. Und deswegen gibt es auch diese Skigeschäfte. Nichts wie weg, sage ich. Und heute ist es soweit, wenn alles gut läuft, erreiche ich mein großes Ziel, Mendoza. Thank you.
So, jetzt hat es mein geliebtes Packnetz endgültig zerrissen. Hier hängt die Hälfte. Generell zeigt es 23 Grad an. Ich glaube ja, dass es immer so 5, 6 Grad zu viel ist. Oder ja, ein paar Grad zu viel ist, was die Teneré anzeigt. Ich weiß nicht, ob das mal jemand gecheckt hat von Leuten, die auch eine Teneré haben. Oder ich weiß nicht genau, wo der Fühler ist. Ich habe ja hier auch diese Schläuche reingeklebt. Vielleicht habe ich das auch quasi überklebt, sodass er immer schön warm ist. Aber das kommt mir doch ein bisschen viel vor 23. Vor allen Dingen, wenn man jetzt beim Handy guckt, dann steht da 14 oder so. Auch zum ersten Mal seit Monaten wieder Fliegen auf der Scheibe und auf dem Visier. Gab es auch nicht. Ich meine, es gab schon noch so Insekten, aber die sind, es waren so wenige oder ich weiß nicht. Ich hatte nie Insekten auf der Scheibe. Fanfare bitte. Ich bin in Mendoza. 11.000 Kilometer, seit ich in Santiago aufgebrochen bin. Ist eine richtig große Stadt, das hätte ich gar nicht gedacht. Also es hat nichts zu tun mit Calafate. ich fahre hier schon ein paar Minuten rum. Muss jetzt noch in die Stadtmitte fahren. Dort, ich habe wie immer noch keine Unterkunft, aber ich möchte gerne diesmal was mit Küche haben, weil ich vielleicht ein bisschen bleibe. Und ich habe mir zwei Sachen schon mal rausgesucht, immerhin. Da fahre ich jetzt mal hin und check das aus. So, ich habe etwas gefunden, ist in einem normalen Wohnhaus, die vermieten so Zimmer und ich kann es mal zeigen, das Zimmer ist sehr klein, dafür ist es 13 Euro, ja, und ich kann unten die Küche mit benutzen, ich glaube es gibt sogar eine Waschmaschine und ich habe eine richtige Garage für die Lucy, also trocken und warm. Ja, ich muss mal gucken, ob mir das nicht ein bisschen zu klein ist. Auf die Dauer, wenn ich jetzt länger bleiben will. Ja. Auf der anderen Seite habe ich eine relativ große Terrasse. Und ja, man sieht hier schon, dass hier anderes Klima herrscht. Da wachsen Orangen jetzt gerade. Oder hängen fett Orangen dran. Da auch. Der Hund, der mag mich nicht. Der gehört aber nicht zu hier, der gehört zum Nachbargrundstück. Ja, jetzt werde ich mal ein bisschen rausgehen. Es ist ein bisschen undurchsichtig. Es gibt hier, weiß ich nicht, ob es so ein richtiges Stadtzentrum gibt. Gibt es schon, aber ob das jetzt... Ja, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen dahin. Aber das werde ich erst im nächsten Video zeigen. Es war das Ziel, einmal rumzufahren um die Südspitze Südamerikas und bis hierher zu kommen. Das habe ich jetzt geschafft. Bisschen stolz. Vielleicht gönne ich mir das ein oder andere Bier heute Abend. Mit dem erreichten Meilenstein, den Loop fast vollendet zu haben, zumindest bis Mendoza. Ich bin schon nördlicher als Santiago jetzt. Verabschiede ich mich von dem Video. Die nächste große Aufgabe wird es sein, neue Reifen und eine neue Kette zu besorgen für meine Lucy, was nicht so einfach ist. Habt ihr ja schon mitbekommen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Rudi. Tschüss.